ich das dann sagen? Hm. Manche tanzen manchmal vor ein Tänzchen, immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit den Ringelschwänzchen, Bullen mit erheblichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst es fragt, bis der eine zu dem anderen sagt. Schließen viele kleine Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir ne kleine Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir ne kleine Kompromiss. Bravo. Das Gedicht von Tucholsky ist erschienen, das ist nur eine kleine, unter dem Namen Kaspar Hauser. Tucholsky hatte, ich weiß nicht, ob er ausschließlich unter Pseudonym veröffentlicht hat, seinerzeit zur Weltbühne, 1919, 13.03.1919 ist das erschienen, Kaspar Hauser. Er hatte noch andere Pseudonyme, irgendwas mit Tiger. Peter Panther, aber noch war nicht irgendwas mit Tiger noch? Stimmt, Theobald Tiger. Ja. Genau. Aber er hat ausschließlich unter dem Pseudonym in der Weltbühne veröffentlicht? Ja. Oder? Nee. Ich glaube nur. Ja, ne? Ja. Hat er, ja, 1919 konnte man noch Angst haben. Da sollte man Angst haben, wahrscheinlich. Hast du ein Pseudonym? Torte. Durch Orwells. Im Internat haben sie mich immer Gonzo genannt. Vielleicht ist das. Sag doch mal. Ja, finde ich cool. Gonzo ist immer schön. Gonzo. Bei ihrem Schriftsteller schafft es lebend, aber nur unter großen Anstrengungen über den Indischen Ozean. Das zieht sich noch eine Weile und wird auch ziemlich eklig. Also die triffen da mehrere Wochen über den Ozean und sind dem Sterben näher als dem Leben. Aber sie erreichen die Küste Tansanias und stranden dort. Wer sind denn die? Da sind noch zwei andere im Boot. Jacqueline Müller, die wurde schon erwähnt. Und dann gibt es noch den indischen Schiffsjungen Sima, der den Untergang auch überlebt. Und der in dem Rettungsboot, in dem sie sich dann alle drei zusammenfinden, mit ihnen gemeinsam ums Überleben kämpft. Das ja, ist keine schöne Angelegenheit, aber sie schaffen es. Und der ihrem Schriftsteller lebt in einem Slum in Tansania oder in Dar es Salaam, nicht in der Hauptstadt, das stimmt nicht, aber doch in der größten Stadt. Weil sie dort gestrandet sind. Ich, Jonathan Zucker, der plötzlich erschienene, vormals Gregor Packer aus Rodewitz, vormals Hendrik Bader aus Dabakali, wohnte, wie alle anderen Slumbewohner, in einer Wellblechhütte mit gestampftem Boden, offener Feuerstelle und mit wenigen Habseligkeiten, die an einem Nagel von der Decke hingen, damit sie nicht verdarben, wenn der Abwasserkanal sich wieder über meine Türschwelle ergoss. Ich wohnte ohne fließendes Wasser, Strom und Toilette. Vor meiner windschiefen Tür wartete jeden Abend, außer am Freitag, ein erbärmlich stinkender Fleischmarkt auf die Kundschaft und nach Einbruch der Dunkelheit lieferte sich ein Rudel wilder Hunde mit den armseligsten Gestalten des Slums grausame Schlachten um das unverkäufliche Fleischgegröße. Ich wohnte im Gestank, ich wohnte im Wahnwitz, ich wohnte in der Hoffnungslosigkeit. Aber obwohl
Alles nach Elend stank in Tamayango. Die Luft, der Boden, die Häuser, die Menschen. Hatte ich mich schnell daran gewöhnt und meinen Frieden gefunden. Ich war, nachdem ich in die Dienste des Slumlords getreten war, auf dessen Vermittlung hin auch ein erfolgreicher Tut geworden. Das heißt auf Deutsch, aus dem Krankenpfleger Gregor Parker aus Rodewil war ein Schaffner im Personennahverkehr der Stadt Dar es Salaam geworden. Und in dieser Funktion gehörte es zu meinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass der Dalla Dalla, ein Toyota Minibus, auf dem ich arbeitete, sich niemals leerte. Niemals! Er musste immer bis zum Bersten gefüllt sein. Wenn man konservativ nach Sitzplätzen rechnen würde, würde mein Dalla Dalla maximal 12 Fahrgäste fassen. Wir aber fuhren mit dreifacher Ladung. Immer. Die Gliedmaßen der Passagiere mussten von mir in die abnormsten Lagen gepresst, die Einkäufe gnadenlos zerdrückt, die Komfortzone der Leute auf null reduziert werden. Alte Leute und gut aussehende Ladies nahm der Fahrer zu sich nach vorne. Einen Stopp zeigte ich Indica, so lautete der Kampfname unseres Fahrers, damit an, dass ich mit einer Münze gegen das Blech des Dalla Dalla klopfte. Alle Dalla Dalla Fahrer hatten Kampfnamen, denn der Verkehr in Dar es Salaam glich einem Krieg. Ein offizielles Haltestellensystem gab es nicht. Als Ein- und Ausstiegspunkte wurden meist Kreuzungen, Märkte oder Eingänge großer Geschäfts- und Verwaltungsgebäude genutzt, weil sich dort die meisten Menschen sammelten. Wir pendelten zwischen Tamayango und der Innenstadt. Der Beruf des Tuts ist archaisch in einem sehr modernen Sinn. Zu meinen täglichen Verrichtungen gehörte es beispielsweise, die mit Exkrementen werfenden Kinder dafür zu bezahlen, dass sie ihre Kackeklumpen einem anderen Dalla Dalla ins Fenster warfen. Das war deren Art, Geld zu verdienen. Oder den Bus durch das Gedränge der Rush Hour von Dar es Salaam zu brüllen. Wahlweise musste ich dabei Passanten, Verkehrsteilnehmer und andere Tuts beschimpfen. Das wurde von mir erwartet, das gehörte zur Unterhaltung der Fahrgäste dazu und zeigte die Motivation des Schaffners. Und wenn der Dalla Dalla mal wieder mit einem Schaden liegen geblieben war, wartete ich auf den Schwiegersohn des Besitzers, der natürlich aus der Nähe von Mbeya stammte, der ihn reparieren würde, und ich musste ihm dabei zur Hand gehen. Ich beruhigte die Passagiere, wenn Indica mitten in der Schlacht aus Versehen einen Hund oder eine Katze überfahren hatte, weil sie dachten, es könnte sich um eine verwandelte Hexe handeln. Aber meine wirkliche Spezialität waren artistischer Art. Keiner konnte in der seitlichen Schiebetür hängen und die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen wie ich. Ein Albino, dafür hielten mich immer mehr meiner Brüder und Schwestern, der an einer Außenseite eines Dalla Dalla hing und auf Deutsch die Internationale sang, das war der Hingucker der Ocean Road. Ich war nach nur einer Woche Arbeit ein Star. Ich wurde schließlich so erfolgreich, dass man mir fast an jedem Abend ein anderer Busunternehmer in Jack's Corner, einem feuchten Alkoholausschank in der Uhuru Street, ein Bier bezahlen wollte, nur um mich zu überreden, auf einem seiner Busse zu arbeiten. Sie ließen nichts unversucht, denn auch die Busbesitzer und einige Fahrgäste glaubten ernsthaft, dass ich, der Albino, unsterblich sei. Deshalb war für sie die Gefahr, dass der Bus, auf dem ich arbeite, einen schweren Unfall haben würde, quasi nicht vorhanden. Kein Mensch in Dar es Salaam konnte sich erinnern, je einen toten Albino gesehen zu haben. Also waren sie unsterblich. Und beim potenziell tödlichen Straßenverkehr war ein sicherer Dalla Dalla eine Menge wert, selbst wenn er der überfüllteste in der ganzen Stadt war. Und deshalb gab es auf meinem Bus bald Reservierungen, teure Reservierungen. Obwohl Indica und ich zum doppelten Preis unsere Dienste anboten, spielte sich jeden Morgen unwürdige Szenen vor meinem Dalla Dalla ab. Und dann saßen die Passagiere, wenn sie einen Platz ergattert hatten, mit allerlei Amuletten gegen böse Blicke und Verfluchungen behangen, schweigend in meinem Bus. In meinem Bus herrschte eine solche Stille, dass die Leute, an denen wir vorüberfuhren, sich verwundert umsahen, wenn unser stiller Bus sich durch die Rush-Hour Dar es Salaams quälte. Aber unglücklicherweise musste ich in einer gewissen Angst vor meinen Passagieren leben. Und vor Jaffa, dem Hexer von Tamayangu. So ist das. Nachdem mir langsam klar wurde, dass es echt gefährlich sein konnte, in Tansania für einen Albino gehalten zu werden, vermied ich es, nach Einbruch der Dunkelheit meine Hütte zu verlassen.
Meine Vorsicht steigerte sich noch, nachdem ich aus glaubhaften Quellen erfahren hatte, dass Jaffa, dieser Fetischpriester aus der Bonkman Street, die wirklich horrende Summe von 500.000 Schilling auf mein linkes Bein ausgesetzt hatte, besser gesagt auf die Knochen meines linken Beins. Von Indica hatte ich erfahren, dass Jaffa einen reichen Kunden hatte, dessen Goldminen irgendwo im Landesinneren nicht mehr viel abwarfen und der sich durch meine zu Staub zerriebenen Knochen einen wirksamen Zauber dagegen erhoffte. So lief das in Tamayangu. Aber ich hatte das große Glück, dass der Slumlord seine schützende Hand über mich hielt, denn ansonsten würde heute mein Bein ganz sicher als Pulver oder Paste an den Wänden einer Goldmine kleben. Am Günstling des Slumlords würde sich garantiert niemand vergreifen. Zumindest so lange der Slumlord Slumlord und der Günstling sein Günstling war. Deshalb musste ich mit allen Mitteln helfen, die Macht des Slumlords zu erhalten und ihnen mir gewogen stimmen. Also arbeitete ich während der morgendlichen Rush-Hour mit Indica auf dem Daladala und am Nachmittag zog ich dann mit Haoni Yao in meiner Aktentasche los, um meine informellen Mitarbeiter zu treffen. Ich legte mich mächtig ins Zeug für den Slumlord. So ist das. Wir spielen was. Oh, wir spielen. Wir spielen. Darf ich das mal sagen? Mhm. Mackie Messer. Wir spielen Mackie Messer. Man darf mitsingen. Genau. Aber wir spielen nur 3 Strophen. Ja. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Los geht's. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Dazu Angaben? Nee. Aber das kennt ja jeder.